heißen Sie mit mir recht herzlich willkommen die zukünftigen Ministerpräsidenten aus dem Osten, Dr. Christoph Berndt, Jörg Obern und ihren Spitzenkandidaten Björn Höcke. Deutschland ist mein Zuhause, hier halt ich meine Hand. Wir haben viel erreicht, doch viel steht noch bevor. Gemeinsam stark für unser Land, das uns vereint und erhört. AfD, wir stehen hier für unser Land, für unser Recht, für Freiheit und für Ordnung. Dafür kämpf ich und dafür sprech ich. Liebe Thüringer, ich habe die Ehre, Ihnen zu diesem Landtag, zu dieser Landtagswahl 2024 nun den Mann anzukündigen, der keine Vorstellung mehr braucht. Jeder hier im Saal kennt ihn, jeder schätzt ihn. Begrüßen Sie ganz herzlich mit mir den Mann, der diesen Sommer Geschichte schreiben wird, Björn Höcke. Herzlich willkommen zum Wahlkampfauftakt der AfD Thüringen zum Landtagswahlkampf 2024 in Arnstadt. Was für eine großartige Stimmung. Jörg und Christoph haben schon richtig eingeheizt, obwohl heute am heißesten Tag des Jahres braucht man gar nicht so viel dazu tun, um richtig auf Touren zu kommen. Arnstadt, ja, wir sind in Arnstadt. Eine zentrale Lage in Thüringen war natürlich ausschlaggebend, unter anderem für die Wahl dieses Veranstaltungsortes, gute Erreichbarkeit. Aber Arnstadt ist viel mehr, das sage ich auch mal für die, die vielleicht von auswärts angereist sind, die externen Wahlkämpfer, die nach Thüringen gekommen sind. Arnstadt ist nämlich die älteste Stadt in Thüringen, urkundlich erstmals erwähnt im Jahre 704. Und Arnstadt hat für mich eine besondere Bedeutung. Denn hier in Arnstadt haben wir Anfang 2013 angefangen, den Landesverband der AfD Thüringen aufzubauen. Arnstadt ist so etwas wie die Keimzelle der AfD Thüringen. Und als ich gerade hier, da darf man mal applaudieren. Und als ich gerade hier reingekommen bin, habe ich noch ein paar alte Freunde von damals gesehen. Den Rüdiger Schmidt habe ich gesehen. Hier vorne sitzt Markus Bühl. Michael Kaufmann ist zwar nicht aus Arnstadt, aber auch ein Gründungsmitglied. Jürgen Pohl ist da. Ich kann nicht alle vorstellen. Aber wir waren damals eine kleine Gruppe von Frauen und Männern. 20, 30, das war der harte Kern. Wir haben einfach uns getroffen, nachdem so ein paar Aufrufe durch die Medien gingen und wir haben uns in verschiedenen Lokalitäten getroffen. Wir hatten keine Ahnung von Politik.
Naja, jedenfalls nicht von Parteipolitik, von Politik natürlich schon. Aber parteipolitisch waren wir alle Greenhorns. Wir hatten keine Organisation, wir hatten keine Struktur, wir hatten kein Geld. Das Einzige, was wir hatten und was wir bis heute haben, das ist Leidenschaft für Thüringen und für Deutschland. Und wir begannen zu arbeiten. Und wir begannen zu arbeiten, weil getan werden musste, was getan werden musste. Und das war der Kampf um die Zukunft dieses Landes. Das war 2013. 11 Jahre später, Freunde, 11 Jahre später sind wir mit Abstand stärkste Kraft in Thüringen. Was für eine Erfolgsgeschichte. Und wir werden am 1. September 2024 den verdienten Lohn für diese harte Arbeit einfahren. Und ich bin stolz, diesen Landesverband seit 2013 führen zu dürfen, seit 2014 zusammen mit meinem Co-Sprecher Stefan Möller. Ich bin stolz, dass ihr mich, liebe Parteifreunde aus Thüringen, nach 2014, nach 2019, jetzt 2024 zum dritten Mal zu eurem Spitzenkandidat gemacht habt. Das macht mich stolz und ich verspreche euch, trotz meines fortgeschrittenen Alters werde ich alles geben für Thüringen und für die Thüringer AfD. Alles. Und ganz besonders stolz bin ich auch darauf, dass wir heute nicht nur Thüringer hier im Raum haben und in den nächsten Wochen nicht nur mit Thüringern unterwegs sein dürfen, bei unseren Familienfesten, an den Briefkästen, an den Laternenpfählen und so weiter, sondern dass wir ganz viel externe Wahlkämpfer haben, die vor allen Dingen aus Westdeutschland zu uns kommen, die hier Wahlkampf machen wollen. Ja, da sind ein paar. Hallo, liebe Westdeutsche, herzlich willkommen. Und das zeigt doch auch, wie stark unsere Partei mittlerweile ist, was für ein Gemeinschaftsgefühl wir mittlerweile in dieser Partei haben, dass wir eine Einheit sind, die auch Druck von außen ertragen kann und Druck von außen standhalten kann. Und vor allen Dingen glaube ich, dass viele Westdeutsche gerne nach Brandenburg, nach Sachsen und nach Thüringen kommen, um sich hier im Wahlkampf mal so richtig zu erholen. Ja. Also, herzlich willkommen im Namen der AfD Thüringen. Schön, dass ihr da seid. Und natürlich auch schön, wenn ihr in Sachsen und Brandenburg Wahlkampf macht. Ja, jetzt beginnt die heiße Phase des Wahlkampfes. Die ersten Plakate hängen schon. War in den letzten Tagen öfter mal in Erfurt unterwegs. Erfurt hat, glaube ich, eine Sondergenehmigung. Da hingen die Wahlplakate schon vor 2 Wochen. Die haben nicht diese 6-Wochen-Frist, sondern die 8-Wochen-Frist, wenn ich mich recht entsinne. Und da sieht man sie auf einmal wieder. Die Politiker der Altparteien, die sich 5 Jahre nicht um ihr Volk gekümmert haben, die sich 5 Jahre nicht um den Wähler geschert haben. Die Politiker, die, wie das Herr Habeck mal gesagt hat, als er das Wärmepumpen, das Wärmegesetz mal durchboxen wollte, die Belastungsgrenze, die Stressgrenze, so hat er sich, glaube ich, ausgedrückt, den Tenor nach, bei den Wählern austesten wollen für ihre große Ideologieprojekte. Die Politiker, für die das Volk nur der böse Lümmel ist. Die Politiker, für die das thüringische Volk und das deutsche Volk nur eine Störgröße sind bei der Durchsetzung ihrer globalen Agenden, egal ob das die Transformation der Wirtschaft ist, die Energiewende, Great Reset, Gender Mainstream, Geschlechter, Irrsinn, Multikulturalität und so weiter und so weiter. Das stört das Volk noch, nur weil das Volk tatsächlich noch den gesunden Menschenverstand hat und das Volk die Beine noch auf dem Boden hat und da immer wieder auch bremsend unterwegs ist. Aber zu den Wahlkämpfen, da muss man ja präsent sein. Auf einmal sind sie da und werben um die Stimmen dieses so verschmähten Volkes, das sie so schnell wie möglich überwinden und abschaffen wollen. Und das ist ein Teil dieser Unehrlichkeit, Freunde, die mich, ich will nicht sagen betroffen macht, die mich aber im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder jeden Tag aufs Neue herausfordert. Und das ist das, was uns grundsätzlich von den Altparteien unterscheidet. Wir meinen es ernst. Wir sind in Thüringen, wir sind in Sachsen, wir sind in Brandenburg. Jeden Tag auf der Straße. Und sogar das politisch-mediale Establishment musste mal
konstatieren, der Erfolg in den ostdeutschen Ländern ist vor allen Dingen dem geschuldet, dass die AfD dort jeden Tag Wahlkampf macht. Wir machen dort jeden Tag Wahlkampf, wir sind dort jeden Tag mit dem Bürger im Gespräch, ich vor allen Dingen in Bürgerdialogen, ihr an Wahlkampfständen, wir sind präsent, wir sind ansprechbar. Es waren harte Jahre und es sind viele Widerstände überwunden worden. Immer mehr Bürger kommen jetzt zu uns, die Jugend kommt zu uns, wir sind auf einem guten Weg, weil wir den Kontakt zum Volk gesucht haben und das nicht nur zu den Wahlkämpfen, und auch darauf dürfen wir stolz sein. Und da sind ja die Landespolitiker, die ich auch ganz gut aus dem parlamentarischen Betrieb kenne. Und da sind Slogans darunter, da packe ich mir nur noch an den Kopf, die ich fast als unanständig einordnen muss. Bodo Ramelow ist auf einem Großplakat in Erfurt an mir vorbeigefahren. Nein, ich bin an Bodo Ramelow vorbeigefahren, der auf einem Großplakat sein Konterfei hinhielt mit dem Slogan Anstand und Haltung. Ich muss an den Titel des neuesten Buches von Peter Hane denken. Und dieser Titel lautet, ist das euer Ernst? Wie kann man so abgebrüht sein? Wie kann man so abgebrüht sein? Ich möchte den Herrn Ramelow gerne mal daran erinnern, wie er ins Amt gekommen ist. Als abgewählter Ministerpräsident ist er durch einen Putsch der Bundeskanzlerin als illegaler Ministerpräsident wieder ins Amt gekommen. Ist das anständig? Danach hat er dem Thüringer souverän Neuwahlen versprochen. Pustekuchen, er hat das Neuwahlversprechen, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach gebrochen. Ist das anständig, Herr Ramelow? Und dann saß Ramelow in der Corona-Zeit, in der Plandemie-Zeit, in dieser Runde zwischen Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin. Der ein oder andere von euch kann sich vielleicht erinnern. Und da ging es darum, dass die Ministerpräsidenten zusammen mit der Bundeskanzlerin ohne Tatsachengrundlage, und da kommt ja einiges zutage jetzt in der Gegenwart, ohne Tatsachengrundlage tief in unsere Grund- und Freiheitsrechte eingegriffen hat, viele Menschen in die berufliche Existenzlosigkeit hineingestoßen hat, unsere Schüler zum Nichtstun verdammt hat. Und da saß dieser Mann und spielte Candy Crush und brüstete sich nach der Sitzung damit, dass er sein Level im Bereich des Candy Crush erhöht hat. Ist das Anstand und Haltung, Herr Ramelow? Und dann die Aktion, die Vulgäraktion im Parlament. Mein geschätzten Co-Sprecher Stefan Möller, den bezeichnete er im Parlament als widerlichen Drecksack und zeigte ihm den Mittelfinger. Und mich bezeichnete er, als ich mal an seinem Pult vorbeiging, vom Rednerpult kommend an ihm vorbeiging, als A-Loch. Ist das Anstand und Haltung, Herr Ramelow? Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich 2020, weil ich ein Parlamentarier bin und weil ich auch die Tradition des Parlaments, die Kultur des Parlaments leben will, wie ich selbstverständlich als Oppositionsführer und als Fraktionsvorsitzender damals nach der Wahl, ich habe ihn natürlich nicht gewählt, aber trotzdem gehörte es sich dann dem gewählten Ministerpräsidenten, Erfolg zu wünschen im Sinne aller Thüringer und ihm den Auftrag nochmal mitzugeben, er ist jetzt Ministerpräsident aller Thüringer. Ich habe ihm die Hand hingestreckt und er hat diese Hand ausgeschlagen. Ist das Anstand und Haltung, Herr Ramelow? Ist das Anstand und Haltung? Nein, liebe Freunde, das ist das Gegenteil von Anstand und Haltung. Dieser Mann ist nicht nur cholerisch, er ist extrem unanständig und er ist ein Ideologe, wie wir ihn in Thüringen nicht mehr gebrauchen können und nicht mehr tolerieren können. Wir haben ihn 2019 abgewählt. Wir haben unser zentrales Wahlversprechen eingehalten und nur die Merkel-CDU hat diesen kommunistischen Ministerpräsidenten wieder ins Amt gebracht. Aber wir versprechen diesem Herrn Ministerpräsidenten von Merkels Gnaden, Ihre illegale Ministerpräsidentschaft wird nach dem 1. September 2024 enden. Und zwar schnell. Und Anstand und Haltung ist etwas, was man bei den Linken vor allen Dingen mit der Lupe suchen muss. Ich will nicht ausschließen, dass es auch Linke gibt, die anständig sind und die Haltung haben. Aber ich persönlich kenne tatsächlich keinen. Aber vielleicht lerne ich in meinem Leben noch einen kennen oder einen kennen.
Katja Wolf ist es jedenfalls nicht. Jahrzehntelang treu zur tiefroten Fahne hier in Thüringen gestanden. Das hohe Lied mitgesungen, nie etwas gegen Windkraft im Wald gesagt. Als Oberbürgermeisterin von Eisenach das hohe Lied der Willkommenskultur angestimmt und die Willkommenskultur als festen Bestandteil Eisenachs bezeichnet. Diese Dame, die jetzt Spitzenkandidatin des BSW in Thüringen ist, die hat gerade Anfang Juni, als unsere Stadträte nach den Kommunalwahlen dann verpflichtet worden sind, so nennt sich das auf der kommunalen Ebene, unseren demokratisch gewählten Stadträten den Handschlag, der von der Thüringer Kommunalordnung meines Wissens so vorgesehen ist, einfach verweigert. Linke können keinen Anstand und können keine Haltung, denn das sind Ideologen, die die Welt in Schwarz und Weiß teilen und die immer glauben, im Besitz der Wahrheit zu sein. Das unterscheidet Ideologen von uns, die wir als bürgerliche Patrioten natürlich pragmatisch unterwegs sein müssen, natürlich auch kompromissbereit sind, aber keinen Abstrich machen, wenn es darum geht, die Zukunft unseres Landes zu erhalten. Sarah Wagenknecht, das Aushängeschild von BSW. Jahrzehntelang treu zur linken Fahne gestanden und hat jetzt der CDU einen Deal angeboten. Ja, man wolle, dass Katja Wolf in Thüringen Ministerpräsidentin würde von CDUs Gnaden und dafür würde man dann in Sachsen den Herrn Kretschmer mitwählen, damit der Ministerpräsident in Sachsen bleiben kann. Thüringer Interessen, sächsische Interessen, das interessiert Frau Wagenknecht gar nicht. Über die Köpfe der Thüringer und Sachsen hinweg wird Machtpolitik gemacht, wird Personalpolitik gemacht. Und das zeigt uns doch schon, wes Geisteskind diese Dame ist und mit welcher Intention, mit welcher Motivation das BSW gestartet ist, so schnell wie möglich in die Pfründe zu kommen, so schnell wie möglich in die Ämter zu kommen. Aber mit Anstand und Haltung hat das nichts, aber auch gar nichts zu tun. Freunde, ich habe die Katja Wolf und ihre Willkommenspolitik schon erwähnt. Ich könnte jetzt auch Muhammad Ali, die stellvertretende Vorsitzende, erinnern. Ich könnte die Vergangenheit von Sarah Wagenknecht aufführen. Ich dachte, sie hätte eine Erläuterung erfahren. Aber ich glaube, wer auf dem Dach des Springer-Hochhauses in Berlin grillt, der ist im Establishment angekommen. Das BSW ist keine Alternative. Das BSW ist ein Spaltkeil, den das Establishment gesetzt hat. Man muss es leider jetzt schon nach wenigen Wochen so einordnen und wird nicht fehlgehen, das so einzuordnen. Das BSW wird, sobald es in den Positionen ist, wo es als Koalitionspartner in Frage kommt und die Koalition reingeht, sämtliche Überzeugungen, die jetzt noch von Sarah Wagenknecht nach außen getragen werden, beendigen. Auch das, was das BSW vielleicht jetzt noch als einziges vom Establishment unterscheidet, nämlich die Friedensaussage. Glaubt mir eins, wenn das BSW in eine Koalition mit den Grünen, mit der SPD, mit den Linken, mit der CDU geht oder mit wem auch immer, dann wird das BSW auch ganz schnell das Lied der Kriegstreiber in Deutschland mitflöten. Davon bin ich überzeugt. Und Freunde, das ist das, was uns ununterscheidbar macht. Und das große Thema muss auch im Ostwahlkampf eine Rolle spielen. Wir stehen an der Schwelle zu einem Krieg. Es ist ernster als 1962 in der Kuba-Krise. Es ist viel ernster. Und diese Ostwahlen entscheiden auch, ob dieses Land den Kriegskurs verlässt mittelfristig oder ob es weiter in Richtung Krieg, Eskalation hineinmündet. Deswegen muss den Menschen klargemacht werden, man hat viele Möglichkeiten in Deutschland den Krieg zu wählen. Grüne, SPD, SPD, CDU, FDP, BSW in der Koalition. Man hat nur eine Möglichkeit, den Frieden zu wählen und das ist die AfD. Die Innenpolitik entscheidet darüber, wie wir leben, die Außenpolitik, ob wir leben. Das ist ein bekannter Spruch, der immer wieder gern zitiert ist. So ist es. Und diese Ostwahlen entscheiden vielleicht nicht nur mittelfristig über Krieg und Frieden und ob wir hier auch in diesem Bereich einen Stimmungswechsel erzeugen können, sondern sie entscheiden auch, ob die Demokratie eine Zukunft hat in Deutschland. Sie entscheiden darüber, ob der Rechtsstaat eine Zukunft hat in Deutschland. Und mein Freund Christoph ist darauf ja schon eingegangen in seiner Rede und hat uns in Erinnerung gerufen, was seit 2024, seit Beginn dieses Jahres alles passiert ist. Der Korrektivskandal.
Eine Journalistentruppe finanziert von ausländischen Strippenziehern und der Regierung, wahrscheinlich mit Kenntnis der Regierung, eine große Attacke gegen die einzige Oppositionspartei durchgeführt. Damit fing alles an. Dann war der emotionale Boden bereitet für die großen Demonstrationen, nicht des Volkes, sondern einer steuerfinanzierten Zivilgesellschaft, die gut und gern von Steuergeldern dadurch lebt, dass sie nach der Flöte der Regierung tanzt. Und der Boden war bereitet für Regierungsdemonstrationen, die wir zuletzt in den Zeiten der unseligen DDR erleben mussten. Was ist das für eine Demokratie, wo die Regierung gegen die parlamentarische Opposition demonstrieren muss und Stimmung macht gegen die parlamentarische Opposition? Sie könnte doch spielerisch eine Politik machen, mit der und durch die Opposition überflüssig wird oder marginalisiert wird. Dann kamen die Attacken auf unsere Spitzenkandidaten. Auf unsere Spitzenkandidaten gegen Petr Bistron mit Hilfe ausländischer Geheimdienste, die ohne einen Beweis zu haben, einfach loslegten, eskortiert und sekundiert von den deutschen etablierten Medien. Die Attacke gegen Maximilian Krah, wo der Geheimdienst eigentlich einen Auftrag gehabt hätte, einen deutschen Abgeordneten im Europaparlament davor zu warnen, dass er einen Mitarbeiter hat, der nicht ganz geheuer ist. Das Gegenteil ist passiert. Dieser Mitarbeiter war phasenweise, wenn ich mich recht erinnere, sogar beim sächsischen Verfassungsschutz engagiert. Wahrscheinlich bewusst gegen die Opposition eingeschleust, so muss ich das leider vermuten. Petr Bistron hat mittlerweile 15 Hausdurchsuchungen bekommen, mitten in der Hochzeit des Europawahlkampfes. Das ist nichts anderes als Zersetzung. Die Kampagne über den Grundrechtsentzug gegen meine Person ist uns auch noch in Erinnerung. Dann kam die Juristenkeule gegen mich. Liebe Freunde, meine Immunität ist 9-mal aufgehoben worden. 9-mal. Nicht, weil ich geklaut habe, nicht, weil ich Steuern hinterzogen habe, nicht, weil ich betrogen habe. Nein, 9-mal wegen Meinungsdelikten. Wegen Meinungsdelikten, die es in keinem anderen demokratischen Rechtsstaat gibt. Und verurteilt worden bin ich wegen einer Strafrechtsnorm, die unbestimmt ist und die in einem Rechtsstaat überhaupt gar keinen Platz haben dürfte. Dieses Urteil war ein Willkürurteil. Denn die Meinungsfreiheit ist das zentrale Recht in einer Demokratie. Ohne Meinungsfreiheit keine Demokratie. Und der letzte Schlag des Establishments von Scholz, Faeser und Co., das war das Verbot von Compact. Es war das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass ein oppositionelles Magazin verboten worden ist. Man erklärte die GmbH einfach zum Verein und verbot den Verein. In einem Rechtsstaat kann die Regierung kein oppositionelles Medium verbieten. Und selbst die Spiegel-Affäre 1962 war nicht annähernd so schlimm. Ja, die Spiegel-Redaktionsräume wurden damals durchsucht. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern. Aber der Spiegel konnte weiter erscheinen. Aber dass man über Nacht ein Magazin verbietet, mit einer Auflage von 40.000 Stück am Kiosk, mit einem YouTube-Kanal von über 350.000 Abonnenten, das ist ein Schlag nicht nur gegen dieses Printmedium, nicht nur gegen Jürgen Elsässer und Steffi Elsässer, das ist ein Schlag gegen uns alle. Das war keine Aktion eines Rechtsstaates, das war keine rechtsstaatliche Aktion, das war eine totalitäre Aktion. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen und das müssen wir den Menschen in den nächsten 6 Wochen noch immer wieder erklären. Ja, es geht um unseren Wohlstand. Der wird mit der Deindustrialisierung der Altparteien geopfert werden. Ja, es geht auch um unser alltägliches Leben, es geht um innere Sicherheit und so weiter. Aber es geht hier wirklich um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die zu erhalten, sind wir als AfD angetreten. Und die sind wirklich bedroht und das müssen wir in den nächsten Wochen auch den Menschen immer wieder ins Bewusstsein bringen. Freunde, Hass und Hetze sind mittlerweile als AfDler für uns leider Alltag. Es gibt Statistiken, die belegen eindeutig, dass wir als AfDler, dass wir als Abgeordnete, dass unsere Mitarbeiter, egal wer, alle die, die im Kontext AfD unterwegs sind oder im patriotischen Milieu unterwegs sind, dass die überproportional häufig statistisch nachweisbar Opfer von Attacken sind. Über 30% der Attacken gegen Politiker und Parteien wird auf das Konto der AfD, also gegen die AfD, verbucht. Bei den Gewaltattacken gegen Personen sind es sogar über 40%. Das sind Zahlen des BKH. Hass und Hetze sind Alltag. Und die Frucht von Hass und Hetze, die durften wir leider in den letzten Wochen auch erfahren. Das Attentat
gegen Michael Stürzenberger beispielsweise, bei dem ein Polizist ums Leben gekommen ist. Dann das Attentat auf Robert Fico, den Staatschef von der Slowakei. Und jetzt erst vor wenigen Tagen das Attentat auf Donald Trump. Attentate auf Menschen, die für die Nation stehen. Auf Menschen, die eine für ihr Volk interessengeleitete Politik machen wollen. Auf Menschen, die einer aus dem Ruder laufenden Globalisierung den Kampf angesagt haben. Auf Menschen, die sich für den Frieden einsetzen, vor allen Dingen in der Ukraine. Diese Menschen werden an Leib und Leben bedroht. Und das zeigt mir vor allen Dingen eins, dass diejenigen, die diese globale Agenten durchsetzen, die ich anfangs schon mal erwähnt habe, ja, die gerade an den Hebeln der Macht sind, die die Multikulturalität wollen, die die Überwindung der Völker wollen, die Überwindung der Nationen wollen, die das Gender Mainstream wollen, die die Dekonstruktion des Geschlechtes wollen, also alles, was unsere Identität auflöst und das menschliche Leben letztlich auch lebenswert macht, alles das soll ja aufgelöst werden. Diejenigen spüren, dass ihre Fälle davonschwimmen und diejenigen sind anscheinend nicht bereit, wenn ich jedenfalls eins und eins zusammenzähle, die Spielregeln der parlamentarischen Demokratie zu akzeptieren. Und das Fundament für eine gedeihliche Entwicklung einer parlamentarischen Demokratie ist das Verständnis, dass aus Regierung Opposition werden kann und aus Opposition, wenn das Volk es so will, jederzeit Regierung werden kann. Das Spiel des Wechsels der Macht ist für diese Herrschaften anscheinend nicht mehr verbindlich. Die Grundlage der parlamentarischen Demokratie ist für diese Menschen nicht mehr verbindlich. Menschen, die Brandmauern aufbauen, sind keine Demokraten und kündigen dieses Spiel, das ich gerade skizziert habe, auf. Und erst recht Menschen, die führende Oppositionspolitiker, die einen anderen Weg gehen wollen als diese bunten Ideologen, ja, nach dem Leben trachten. In dieser Situation sind wir im Augenblick. Und es wird sportlich werden, was wir in den nächsten 6 Wochen alle miteinander erleben werden. Nicht nur, weil wir die kleinen Dörfer gemeinsam mit Flugblättern in die Briefkästen befüllen werden, weil wir Plakate hängen werden, weil wir am Wahlkampfstand unseren Bürgern Rede und Antwort stehen werden, sondern weil wir auch im Osten angegriffen werden. Wir werden mit Kampagnen überzogen werden, es wird Aggressivität geben. Ich hoffe, dass nichts Schlimmeres passiert. Aber wir müssen tatsächlich mit allem rechnen. Das ist die Lage und da müssen wir uns ernst machen. Aber trotzdem dürfen wir uns nicht entmutigen lassen. Wir sind so weit gekommen, jetzt ziehen wir das auch durch und werden gerade stehen bis am Ende, bis wir den verdienten Erfolg eingefahren haben. Und ich glaube, weil ich gerade diese Friedenspolitiker angesprochen habe oder Politiker erwähnt habe, die als Politiker wollen, dass der Friede einzieht, auch in Europa. Ich glaube, dass das Verbot des Compact-Magazins etwas damit zu tun hat, dass Compact in den letzten Monaten immer wieder die Vorgeschichte des Ukraine-Krieges berichtet hat. Immer wieder diese dämliche Schwarz-Weiß-Zeichnung der etablierten Medien in Deutschland, die ja reine Kriegspropaganda geworden ist, das ist ja unerträglich, durchbrochen hat. Auch ein Compact-Magazin weiß nicht, wo die Wahrheit ist, denn es gibt keine historische Wahrheit. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Es gibt ganz viele Grautöne bei der Betrachtung von historischen Prozessen und politischen Prozessen. Aber eins weiß ich, liebe Freunde, dieser Ukraine-Krieg war nicht nötig. Und der Westen hat ein gerütteltes Maß Mitschuld an diesem Krieg. Und der große alte Mann der SPD, Egon Bahr, einer der letzten großen Politiker der SPD, der hat das ja mal 2013 vor einer Schulklasse auseinandergesetzt, als er den Schülern sagte, glauben Sie nichts, was Ihre Lehrer Ihnen erzählen und glauben Sie nicht das, was in Ihren Schulbüchern steht. Kriege, und da hat er dem Wertewesten, dem Werteschaum produzierenden Westen, vor allen Dingen den Typen Baerbock und Co., den Spiegel vorgehalten. Damals gab es Baerbock noch nicht, jedenfalls nicht in der Position, aber letztlich sollte sich die Baerbock mal genau diese Passage seiner Ausführungen anschauen. Kriege werden niemals für Demokratie und Menschenrechte geführt. Kriege werden immer aus Macht- und Geldinteressen geführt. So. Und deswegen, Freunde, ist es auch wichtig,
unsere Thüringer aufzuklären im Wahlkampf über diese Vorgeschichte und darüber, dass es in der Ukraine wahrscheinlich um Titanium, um Lithium, um Eisenerz und um 20 Millionen Hektar Schwarzerde geht. Das ist nämlich des Pudels Kern, meine Überzeugung. So. Und dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Und es ist mir auch völlig egal, wer an diesem Krieg letztlich schuld war. Am Ende ist es ein Zusammenspiel verschiedener Ursachen. Ich weiß nur, dass seit 2022 hunderttausende junge Männer, Ukrainer und Russen, dort an der Front zerschossen worden sind. Sind zerschossen worden, sind verbrannt worden, sind verstümmelt worden, sie sind traumatisiert worden, sie konnten keine Familien gründen. Dieser Krieg muss einfach enden. Und Krieg endet nicht dadurch, dass man Waffen liefert, liebe Freunde. Und deswegen brauchen wir auch keine weitreichenden Raketen in Deutschland. Gegen diese weitreichenden Raketen in Deutschland, die Deutschland zum Angriffsziel machen, brauchen wir eine große, überparteiliche Friedensbewegung. Kriegstreiberei machen wir nicht mit. Und das ist ein zentraler Punkt der AfD. Freunde, wir haben viel vor. Wir haben ein Regierungsprogramm für Thüringen erstellt in den letzten Monaten. Wir haben ein Landtagswahlprogramm erstellt. Nein, es hat mehr als 6 Seiten. 6 Seiten lang ist das Landtagsprogramm der Vereinigung namens BSW. Landespolitik kommt da nicht vor. Unser Landtagswahlprogramm hat über 140 Seiten. 10 Jahre parlamentarische Erfahrung sind dort drin kondensiert. Und aus diesen 140 Seiten haben wir ein Regierungsprogramm extrahiert. Wir geben mit diesem Regierungsprogramm das Versprechen. Wir als AfD, wir sind der Partner der Bürger, die Demokratie wollen, die Rechtsstaatlichkeit wollen, die Frieden wollen, die vor allen Dingen von einem Obrigkeitsstaat die Nase gestrichen voll haben, der sich überall reinhängt und der mit Gesinnungsvorgaben unsere Freiheit untergräbt. Das wollen wir nicht mehr. Wir geben das Versprechen, dass wir die Partei der Sparsamen, der Ehrlichen, der Fleißigen sind. Die Handwerker stöhnen unter Bürokratie. Wir werden die Bürokratie massiv abbauen. Wir werden das Klimagesetz sofort kassieren, das nur viel kostet und viel Dokumentationspflichten bringt, aber den Unternehmer und den Mittelständler den Wahnsinn treibt. Wir werden das Vergabegesetz verschlanken. Wir werden die Datenschutzgrundverordnung für den Mittelstand handhabbar machen. Wir werden zeigen, dass wir auf der Seite der Familien stehen. Vor allem die Eltern werden wahnsinnig. Ich bin selbst Vater von 4 Kindern. Wenn sie sehen, was ihre Kinder in der Schule nicht mehr lernen. Wir werden die Schule wieder zu einem Ort des Lernens und der Leistung machen. Die Schule wird entideologisiert werden. Schluss mit dem Bildungsplan 0 bis 18, den übrigens die CDU-Regierung schon angefangen hat in Thüringen. Damals war es der Bildungsplan 0 bis 12, dann ist er bis 18 fortgeschrieben worden unter Rot-Rot-Grün. Da steht dieser ganze Unsinn drin, der auf die Seelen unserer Kinder zielt. Schluss mit der Früh- und Hypersexualisierung in Kindergärten und Grundschulen und Schulen. Schluss mit der Gendersprache. Es wird so sein, wie Christoph Berndt das für Brandenburg in Aussicht gestellt hat. So wird es hier sein. Bunte Fahnen wird es vor Thüringer Schulen nicht mehr geben. Die einzigen Fahnen, die vor Thüringer Schulen noch gehisst werden, das ist der Thüringer Löwe und Schwarz-Rot-Gold. Wir haben Konzepte für eine flächendeckende, qualitativ hochwertige Gesundheitsvorsorge. Wir haben das Problem des Wohnraummangels erkannt, der auch ursächlich mit der Migrationskrise verbunden ist. Es war Horst Seehofer, der mal zumindest einen geistigen Lichtblick erkennen ließ. Konkrete politische Handlungen sind allerdings nie erfolgt, als er sagte, die Migration ist die Mutter aller Krisen. Ja, wenn wir in den letzten 10 Jahren nicht 10 Millionen Menschen nach Deutschland gelassen hätten, dann hätten wir auch keine Wohnungsnot in Deutschland. Logisch. Ja, deswegen müssen wir abschieben, abschieben, abschieben. Wir werden eine große Familienoffensive starten. Wir wollen die demografische Wende in Thüringen. Wir werden ein
Kinderbegrüßungsgeld von 10.000 Euro sofort ins Gleis stellen, das über die Einkommensteuer verrechnet wird. Wir werden ein Darlehen wie zur guten alten DDR, nicht alles war schlecht in der DDR, nein, nicht alles war schlecht, eine Art Ehestandsdarlehen. Ja? Für den Ersterwerb von Immobilien wird es eine Art Ehestandsdarlehen geben und mit der Zahl der Kinder wird das dann immer weniger werden. Und wenn man genug Kinder in die Welt gesetzt hat, dann hat man das Darlehen vom Staat umsonst gekriegt. Das wird es unter einer AfD-Regierung geben. Wir werden sämtliche linke Ideologieprojekte beenden. Christoph macht das in Brandenburg, Jörg macht das in Sachsen, wir machen das hier in Thüringen. Der steuerfinanzierte linksextreme Sumpf in Thüringen wird trockengelegt. Sofort. Diese ganze linksideologische Produktion wird eingestellt werden und dann gibt es auch keine Gegendemonstrationen mehr. Nicht, weil die AfD, die böse AfD, eine autoritäre Regierung Demonstrationen gegen die Regierung verbieten würde. Nein, weil die Berufsdemonstranten dann kein Geld mehr kriegen. Weil Demonstrant als Beruf dann eben nicht mehr existiert. Und dann wird es eine Zivilgesellschaft geben, die nicht steuerfinanziert ist. Denn eine steuerfinanzierte Zivilgesellschaft ist ja ein Widerspruch in sich. Eine Zivilgesellschaft wächst ja staatsfern. Die wird es geben in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg. Eine staatsferne Zivilgesellschaft, die braucht man nicht Steuergeld finanzieren. Wir werden gute Traditionen belohnen. Wir werden das Vereinsleben in Thüringen finanziell untersetzen. Alles das wird unter einer AfD-Regierung passieren. Die gelebten kulturellen Tradition, die werden wir fördern, aber wir werden keine linken Projekte mehr auf Kosten des Thüringer Steuerzahlers dulden. Dieser Staat wird ein neutraler Rechtsstaat werden. Es wird kein rechter Staat werden, es wird kein linker Staat werden, es wird ein neutraler Staat werden. Und wir werden eine 180-Grad-Wende in der Migrationspolitik durchführen, liebe Freunde. Und das tut besonders Not. Ich will das an einem Beispiel nochmal abschließend kurz erklären. Ende Juni sind 154 Afrikaner mit einem Flug von Nairobi nach Erfurt gekommen. Aus dem Kongo, aus Tansania, aus Somalia. Diese Afrikaner sind hier eingeflogen worden. Die Grundlage ist der Migrationspakt der Vereinten Nationen. Das Resettlement-Programm, das von einer CDU-Bundesregierung maßgeblich eingefädelt worden ist. Das zum Thema CDU und Hoffnung mit der CDU oder eine Hoffnung, dass man eine Hoffnung mit der CDU haben könnte, dass sie nochmal eine Politik macht, die das deutsche Volk erhalten könnte und es sicher könnte. Nein, Pustekuchen, die machen genau das Gegenteil. Die CDU ist hauptverantwortlich für diesen Migrationspakt. Jetzt kommen also Afrikaner nach Erfurt, die werden eingeflogen, die müssen gar nicht mit dem beschwerlichen Weg über Nordafrika und über das Mittelmeer machen, die werden direkt mit Shuttle-Service eingeflogen und unter einer AfD-Regierung wird das nicht mehr stattfinden. Solche Flugzeuge werden in Thüringen keine Landegenehmigung mehr kriegen, nur noch eine Startgenehmigung. Wir können gerne nach Berlin weiterfliegen und da kann sich die Bundesregierung um ihre Schätze kümmern, genauso wie sie sich um die Afghanen kümmern kann. Es gibt ja auch dieses Aufnahmeprogramm für Afghanistan. Mittlerweile werden nicht-binäre oder non-binäre afghanische Künstler eingeflogen, wie ich mir das habe sagen lassen. Die afghanische Community ist mittlerweile 400.000 Köpfe stark und ist leider eine Community. Ein Blick in die Polizeistatistik gibt Auskunft, die es extreme Sorgen bereitet und extremen Ärger bereitet. Alles das wird in Thüringen so nicht mehr stattfinden. Wir werden maximal Widerstand leisten im Rahmen dessen, was für ein Bundesland möglich ist. Ja, auch das möchte ich noch betonen. Ein Bundesland hat Staatsqualität und wir können mehr, als wir glauben. Wir haben schon einiges aufgeklärt, was sofort geht, beispielsweise die Medien Staatsverträge kündigen, um dem Spuk endlich ein Ende machen. Und damit muss das ganze System reformiert werden. Wir können unserer Meinung nach auch Aufnahmeabkommen mit anderen Ländern schließen, weil wir Staatsqualität haben. Also für Ausländer, die ja nichts zu suchen haben und die wir außer Landes schaffen wollen. Wenn der Bund sich ziert, werden wir das aus dem Freistaat Thüringen selbst herausprobieren. Alles das kann man machen. Wir können und wir wollen in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen eine Blaupause für eine patriotische, bürgerliche Wende für ganz Deutschland nicht nur anfertigen, sondern leben. Und wir werden sie hier leben, Freunde.
Thüringen wird sicherer werden. Thüringen wird einen neuen Aufbruch bekommen, eine neue Zuversicht bekommen. Die Ostländer werden neue Zuversicht bekommen. Wir werden ein Friedenspfeiler sein. Wir werden demokratieverliebt hier unseren Freistaat genießen können. Wir, Thüringer, wir werden aus diesem Land etwas machen, das wirklich Freistaat ist und nicht nur Freistaat heißt. Und darauf freue ich mich riesig. Ich freue mich auf den Wahlkampf mit euch, liebe Freunde. Ich freue mich, wenn wir jetzt richtig Stimmung machen können. Bitte sagt den Leuten, wenn ihr unterwegs seid, sie sollen direkt wählen gehen. Sie sollen keine Briefwahl machen. Den Menschen in Thüringen, die pflegebedürftige Angehörige haben, sagt ihnen bitte, dass bevor im Seniorenheim, im Altersheim, im Pflegeheim, dann der Pfleger und die Pflegedienstleitung die Briefwahlveranstaltung, man frühzeitig als Familie die Briefunterlagen, wenn es nicht anders geht, anfordert, um mit Oma oder Opa dann gemeinsam diese Wahlzettel auszufüllen. Bitte vermeidet die Briefwahlen in den Altenheimen. Da gehen uns immer einige Prozente verloren, weil die Häuserleitungen meistens nicht auf der Seite der AfD sind. Solche Dinge müsst ihr im Wahlkampf erwähnen. Über solche Dinge müsst ihr aufklären. Liebe Freunde, wir werden jetzt gemeinsam die Hacken ablaufen. Wir werden gemeinsam um jede Stimme kämpfen. Ich werde am Ende dieses Wahlkampfs wahrscheinlich kein einziges Wort mehr herauskriegen und werde dann wahrscheinlich nur noch auf Knien umherkriechen, genauso wie Christoph und Bernd. Aber für Thüringen, für Brandenburg und für Sachsen und letztlich auch für unser deutsches Vaterland wollen wir das machen. Wir wollen die geistig-moralische Wende einleiten, die die CDU vor über 40 Jahren versprochen hat und niemals in konkrete Politik überführt hat. Das ist der Auftrag der AfD. Liebe Freunde, packen wir es an. Alles für Thüringen. Es lebe unsere Heimat Thüringen. Es lebe unser geliebtes deutsches Vaterland, es lebe das wahre Europa. Ich danke euch. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Jetzt gibt es noch Geschenke. Jetzt gibt es noch Geschenke. Für dich. Für mich. Und für unsere Redner. Ich wollte doch aber noch eine kleine Abmoderation machen. Dann mach mal eine kleine Abmoderation, Anna. Bitte schön. Herr Höcke, vielen Dank für diese aufmunternden Worte. Ein Mann, der Thüringen in Thüringen im Herzen trägt. Ein Mann, der Deutschland im Herzen trägt. Und der den Menschen da draußen wieder Mut macht, Volksvertreter wie Sie zu wählen und am 1.9. wieder zur Wahl zu gehen für viele Menschen. Viele Menschen haben das schon abgeschrieben. Sie machen den Menschen Mut und ich freue mich auf den Wahlkampf mit Ihnen. Wir freuen uns auf den Wahlkampf mit Ihnen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich habe Danke zu sagen unserer charmanten Moderatorin Anna Leisten. Vielen Dank für deinen Einsatz. Jetzt kommst du in meinen Verschwitzen. Ja. Da würden sich viele Menschen freuen. Die ist für mich auch. Dankeschön. Danke. Darf ich nicht meiner Frau zeigen? Vielen Dank meinem hochverehrten Kollegen aus Sachsen, dem Spitzenkandidaten der AfD, Sachsen, Jörg Urban. Komm hoch, Jörg. Du schwitzt ja genauso viel wie ich. Danke. So, natürlich gibt es Thüringer Wurst, was denn sonst? Ah, ein Traum. Gehacktes und Met kombiniert. Und lieber Christoph Bernd, Spitzenkandidat aus Brandenburg, vielen Dank für dein Kommen. Komm hoch. Bravo, Christoph Bernd.
Dankeschön. Danke, Björn. Bitte. Vielen Dank. Danke. Bitte mal die Mitte. Ja. Ja. So, liebe Freunde, jetzt singen wir noch gemeinsam die Nationalhymne. Bitte steht alle auf. Heiligkeit und Recht. Dankeschön! Das war der Auftakt zum Wahlkampf 2024. Ich danke Ihnen, dass Sie alle gekommen sind und jetzt haben Sie sich einen frischen Windzug verdient. Jetzt genießen Sie das Grillbuffet, holen sich was Kaltes zu trinken, zum Trinken. Entschuldigung, es ist sehr warm hier oben. Ich bedanke mich und ich wünsche uns allen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Thüringen ist schön. Der Osten ist schön. Und wir finden längst nicht alles schlecht, aber es gibt einige Dinge, die wir ändern müssen. Wie wir das künftig in Thüringen und im Osten machen wollen? Wir sagen Nein zum Windrad. Wir sagen weg mit Gebührenzwang. Wir wollen Unterricht auf Deutsch und ohne dieses Gendern. Denn wir wissen, es gibt nur zwei Geschlechter. Deswegen gilt übrigens auch, unsere Fachkräfte, die machen wir selbst. Bei uns im Osten geht die Sonne auf. Nicht nur symbolisch, sondern auch politisch. Wir wollen Heimat statt Multikulti. Und deswegen sind wir für andere fast schon verboten gut. Mit uns wird es heißen, und tschüss, Bodo, auf Nimmerwiedersehen. Damit sagen wir Ja zur Jugend und zur Freiheit. Wir sagen Ja zum Leben ohne Angst. Wir sagen Ja zu Sommer, Sonne, Remigration. Und wir bleiben dennoch sozial, ohne rot zu werden. Außerdem brauchen wir in Thüringen wieder günstige Energie. Und wir wissen, Frieden ist alles. Deswegen gilt für jeden von uns, schreibt Geschichte. Und wenn noch einer sagt, die AfD darf ich nicht wählen, dann sagen wir in Thüringen, trau dich, dein Nachbar wählt uns auch. Genauso wird Thüringen wieder besser, indem wir es hier im Osten einfach machen. Der Osten macht's. Wir haben viel erreicht, doch viel steht noch bevor. Gemeinsam stark für unser Land, das uns vereint und erhört. AfD, wir stehen hier für unser Land, für unser Recht.